Welcome back to another German Food Review and it's sausage time from Curry 36 or Curry 36, but it's not a currywurst, it's a Knacker, Berliner Knacker, I love Knacker, Knacker is awesome, and yeah, it's a sausage or two sausages from me, Curry 36, the original from Berlin, at Mehringdamm, the location, and yeah, that's what you get, two sausages and a little bit of potato salad. Oh, look at this candy. No, candy is too high in calories, right? And a mini fork, but that's a high-end fork. Okay, and yeah, what is a Knacker? Knacker is a Knackwurst. And yeah, there are multiple names like Knacker, Berliner Knacker, Schinkenknacker, and so on. Here's Wikipedia, and that's the English Wikipedia. As you can see, Knackwurst. And here is a Knacker. And I can tell you, Berliner Knacker is really awesome. You should try that. Brut Knackwurst. Okay. Knackwurst. And there's something similar or the same in North America, Knockwurst. Mm-hmm. You can see it's from Germany. Very old. Okay, Knockwurst. What is a Knockwurst? Okay, it looks different. Interesting. No idea. Yeah, you can read it if you like. But yeah, it's all about the Berliner Knacker. Mm-hmm. Let's eat, right? Here's the price, by the way. 4.70 €. No. Okay, two Knacker, 3 € each, 1.50 €, and one portion of potato salad, 1.70 €. Let's open it up, let's taste it. And everything is on one plate, that's okay, right? Oh, here you can see the Knacker, and there's the mustard. Yeah. Let's do a thumbnail, and then that's typical German food here, sausages and salad. Served on a paper plate. So let's do something here. And then it's eating time. Okay. No real fork, just a mini one. That will be the thumbnail, so I need a bigger fork. Come here. From McDonald's. Look at this here, right? It's more silent. It's not like metal, it's plastic, right? So here's the Knacker. Here's the mustard and potato salad. They also sell pasta stuff and more stuff, I think. Not sure, but a potato salad is fine most of the time. Here we go. Mmm. Yeah. Nice. But just the side stuff, right? Two sausages standalone is not enough, so a little bit of potato salad is nice. It's more on the salty side, but it's nice. It's not sour. I like it. How do I eat the sausage? Okay, let's do it properly, right? Knackery Knacker. Okay, I have to lick this off a little bit. So, and yeah, why is it called Knacker? Because it makes a sound, right? Let's try this. Here we go. That was the Knacker sound. Yeah, I should eat a Knacker warm. This one here is still warm. Here we go. It's not the saltiest Knacker I've ever had. There's more hardcore stuff out there. But it's still very tasty, man. Yeah. Actually, I prefer Knacker over currywurst. I like this flavor more somehow. Currywurst is nice, right? But Knacker, I just like this flavor. Here you go. This one is nice. It's not too extreme. There's more extreme stuff out there. Here we go. Yeah. The potato salad is quite nice. Really tasty. Creamy, salty, obviously potato. And it's a portion, a big portion. Is it? Yeah, it is. Here we go. Mm.
Yeah, most of the German fast food snacks, I think, is sausage based. Not all of them, but a lot. Different sausages. Bockwurst, Knacker, Currywurst, Bratwurst, Rostbratwurst, everything. Here we go. Mm. And I would pick a Knacker. Knacker's nice. Here we go. And it's really loud. Mustard is also quite nice. It's not too extreme. I like that. Sometimes the mustard is too hot. That's not hot. That's nice. Maybe it's a little thin. Maybe. Here you go. No. Not bad. 470, a lot of calories. And tasty food. Here we go. And it just takes a minute to get the stuff. Mm. Oh, here we go. It's like a big burger from McDonald's. Compare this. Okay. It's tasty. Here we go. Mmm. It's not that greasy. Sometimes the Knacker is quite greasy. But there's still this flavor, which I like a lot. And I can't tell you what it is. Maybe it's the salt, I don't know. The salt and the meat or so. Mmm. Knacker is nice. Try Knacker if you see one. Especially from Berlin. It's really nice. Okay. One more. Piece of potato. Mmm. Nice. Definitely a thumbs up. Yeah. Knacker is just nice. For curries, 36 or 36. Meringdam. Directly at Subway Station Meringdam. You can't miss it. Thanks for watching. Continue in German. So, es gibt mal wieder deutsches Essen. Oder ich denke mal, dass es deutsch ist. Natürlich ist es deutsch. Und zwar eine Knacker. Aber es ist eine Berliner Knacker. Aber die ist hier ein bisschen anders. Schinkenknacker war das. Aber ja, Knacker ist immer lecker. Eigentlich würde ich eine Knacker sogar eine Currywurst bevorzugen, egal von welcher Bude. Knacker ist irgendwie geil. Ja. Okay, dazu gibt es noch Kartoffelsalat, eine Portion, und Senf. Okay, und alles zusammen von Curry 36, kennt ihr sicherlich oder habt ihr schon mal bestimmt gehört. Von Meringdam ist die Location. Das Original aus Berlin. Ging ganz schnell, da war nicht voll. Ja, und alles auf einen Teller? Ja, ist okay, alles auf einen Teller. Allerdings hat irgendwie die Gabel hier, jetzt hat die das Ding reingelegt. Vorher habe ich eine schwarze gesehen, keine Ahnung, aber da mit den Salatessen ist wohl nicht so gut. Dazu gibt es noch einen Bonbon, aber der, ja, zu viel Zucker. Okay, alles gekostet zusammen hat 4,70 Euro. Eine Knacker 1,50 Euro, zwei Knacker 3 Euro und 1,70 Euro für den Kartoffelsalat. Ja, und es gibt noch mehr Zeug, ja, verschiedene Würste und so, halt so ein typischer deutscher Imbiss. Und Fleischspieße, die werde ich auch noch mal testen. Fleischspieße, 2,50 pro Fleischspieße, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber hier geht es ja um die Knacker und esst ihr gerne Knacker? Ich muss sagen, Knacker ist super, aber es gibt immer unterschiedliche Knacker. Manche ist richtig geil, manche ist gut und dann gibt es auch noch so irgendwie so aus dem Supermarkt Knacker, die ist irgendwie nicht so cool. Keine Ahnung, aber das ist dann keine Berliner Knacker oder so? Weiß nicht, es gibt so viele Rezepte. Das gibt es auch irgendwie in Amerika, aber ich werde jetzt mal hier, denn ich habe Hunger, was essen. Here we go. Mm. Der Kartoffelsalat, der schmeckt mir sehr gut. Ja, ich überlege immer noch genau, warum. Here we go. Der ist ein bisschen auf der salzigen Seite, das gefällt mir. Und der ist nicht sauer. Manchmal ist Kartoffelsalat so sauer, das mag ich nicht. Der hier ist überhaupt nicht sauer, das ist sehr nice. Schmeckt natürlich nach Kartoffeln. Und hier, das ist die englische Seite, Knockwurst. Habt ihr sowas schon mal gegessen? Wart ihr da schon mal? Hier, das heißt auch in Englisch Knackwurst. Ja. Stehen ein paar Informationen. Okay. Sehr alt schon. Ja, und Knacker ist einfach spitze. Okay, jetzt lass uns mal das Ding essen.
sehr monströs, sehr groß. Ist das die richtige Größe oder ist es zu groß? Oh Mann. Ein bisschen messy. Here we go. Muss ich mal benutzen. Ja, und warum heißt das Ding Knacker? Weil es einen Sound macht. Schön Knacksound. Und das Ding ist auch laut beim Essen. Here we go. Sehr massiv ist das, mehr als 100 Gramm. Fühlt sich sehr groß an. Schmeckt lecker. Manchmal ist Knacker so fettig. Die ist nicht ganz so fettig. Schmeckt trotzdem, da ist dieser typische Knackergeschmack drin. Ich weiß nicht genau, den mag ich total. Here we go. Ja, und auch der Senf, der gefällt mir. Der ist mehr mild. Den kann man so essen, ohne dass einem danach die Nase juckt. Das finde ich gut. Aber es schmeckt trotzdem noch nach Senf. Jetzt testen wir es mal zusammen. Das Einzige ist vielleicht, der ist ein bisschen dünn oder so. Here we go. Ja. Ja, Knacker ist... Ich esse es nicht wirklich oft, aber... Ja, Knacker würde ich irgendwie bevorzugen, wenn ich vor irgendeinem Rätsel stehen würde. Here we go. Sehr lecker. Wenn man den Preis vergleicht, 4,70, zwei große Bürste, dazu eine große Portion Kartoffelsalat, so viel bezahlte für einen Burger in bestimmten Restaurants, gibt es nichts zu meckern und man sollte es natürlich gleich essen. Und es dauert auch nur eine Minute, bis es fertig ist. Mischen wir mal. Bisschen laut hier. Ja, ist klar. So. Ja, den Senf kann man ruhig mitessen. Stört nicht. So, here we go. Ja, das gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Willkür 36. Ach, Knacker ist einfach lecker. Mögt ihr auch Knacker so gerne? Ich liebe Knacker. Habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt. Und auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Ja, Knackerspitze. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.